Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Thanos the Adventure. Ach nee, Moment. Bevor wir jetzt wieder zum Friedhof rennen, wollte ich hier doch nochmal ein bisschen was gucken. Okay, Post haben wir komischerweise nicht. Ich dachte, dass wir mal Post aus Hyrule vielleicht bekommen hätten. Das Schloss noch demoliert. Ich möchte aber auf jeden Fall gerne gucken. Oh, guck mal. Ach, das ist ja cool. Wie Bauarbeiten hier über die Löcher Bretter rübergelegt. Der König ist wirklich weg. Dies ist der reine Albtraum. Zum Glück ist Volgarion vorerst fort. Ja, in der letzten Folge haben wir hier noch mit Volgarion gesprochen. Und der hat wohl den König entführt, getötet. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der König weg. Und wir, ja, haben Nymph kennengelernt, die uns wohl, ja, zumindest hilft. Ob sie auf der guten Seite steht, das wissen wir noch nicht. Aber sie hilft uns auf jeden Fall. Und ist wohl auf jeden Fall ein Feind von Volgarion. Ob sie aber vielleicht Thanos dient, das ist ja noch nicht ausgeschlossen unbedingt. Wer weiß. Also, ich traue hier niemanden über den Weg, bis wir nicht Beweise haben, dass die Person tatsächlich etwas Gutes ist. Oder tut. Oder vorhat. Ja, außerdem haben wir in der letzten Folge sehr viel Glücksspiel gespielt. Es hat echt Spaß gemacht. Oh, unsere Treppe ist weg. Ah, okay. Wow, jetzt habe ich schon Angst bekommen. Sie hat uns tatsächlich gezeigt, wo der Schalter ist. Okay. Oh nein, ein Zeiträtsel. Oder? Nee, doch kein Zeiträtsel. Was genau haben wir aktiviert? Bin mir nicht sicher. Da ist eine Kiste. Stiefel des Wassers. Oh, das klingt nicht schlecht. Was haben wir? Oh, wir haben Stiefel des Wassers. Okay. Na gut, ich speichere mal hier. Ich gehe erstmal. Vielleicht haben wir da was. Ich gucke trotzdem mal, auch wenn man nichts sieht. Okay, da ist nichts. Muss ich hier wieder Bretter mitnehmen? Anscheinend erstmal nicht. Okay, nix. Ach da. Keine Gegner und nichts. Okay. Hier können wir den Enterhaken nehmen. Hier auch. Ist das so still? Wow. Warum kriege ich so viel Geld? Ich habe Angst. Wenn man viel Geld kriegt, ist das nie ein gutes Zeichen. Es wurden gerade eingetragen. Ich guck mal eben. War das im Questbuch? Wahrscheinlich. Scrollen wir mal ganz runter. Finstere Vorahnung. Nee, das ist nicht. Bombenpunkte? Nein. Hm, wo war das jetzt? Keine Ahnung. Vielleicht auch nur abgeschlossen, ich weiß es nicht. Ja, hier fehlt noch Wasser und Feuer. Feuer hatten wir doch aber. Ah, okay. Feuer wurde aktiviert. Jetzt fehlt aber immer noch Wasser. Feuertalisman aktiviert. Sehr schön. Ja, das wird wohl erst aufgehen, wenn wir auch Wasser hergebracht haben. Es fehlt uns nur noch. Und dann kriegen wir also das Masterschwert mit diesen drei Talismanen. Ich verstehe. Versperrt zum Glück. Hier waren wir schon. Hier haben wir mal den Stein, glaube ich, eingesetzt, ne? Na gut, Wasser fehlt. Na dann wissen wir ja, was wir jetzt machen müssen. Ich würde sagen, auf zu den... Oh. Zum Wassertempel. Hatten wir auch... Ach nee, der Porter geht, glaube ich, noch nicht, oder? Weil der Tempel ist ja noch nicht da. Dann müssen wir gleich mal gucken, wie wir das... Oh, wie wir das machen. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Scheiter hier gerade aktiviert habe. Hm, na gut. Lassen wir es mal. Konnte ich hier eigentlich rein? Oh, ja. Gut. Oh, was macht der denn jetzt hier? Tanz bekommen. Da waren wir hier noch gar nicht. Wir sind jetzt nur hier drin, weil der hier ist. Hallo? Ah, warst du schon wieder? Erst bist du auf meinem Friedhof und jetzt in meiner Hütte. Ich wollte sie ja nicht stören, aber ich dachte, sie würden ununterbrochen am Eingang Wache halten. Ja, so ist das nun mal. Seit dieser eine Typ nur Chaos mit sich bringt, habe ich beschlossen, in meiner Hütte zu bleiben. Es ist einfach zu gefährlich da draußen. Oh ja, einfach nur der Horror. Verstehe, ansonsten geht es ihnen aber gut, oder? Aber ja, natürlich. Warum fragst du denn so scheinheilig? Nur so? Unter seinem Bett befindet sich ein kleines Loch. Was? Dann schauen wir mal. Das hier ist aber ziemlich dunkel.
Au, das war mein Kopf. Was passiert da gerade? Ich glaube, wir werden zusammengeschlagen oder sowas. Ah, so kommt man also hierher. Mensch, da war ganz umsonst geguckt. Sehr cool. Der Lebenstrank. Sehr schön. Dann gleich mal ein bisschen Lebenspunkte erhöht. Super. Gleich mal speichern. Komme ich hier auch wieder raus? Ich hoffe. Ja. Und wir werden wieder zusammengeschlagen. Sehr schön. Wahrscheinlich, wir stoßen uns wahrscheinlich überall. Das ist echt lustig gemacht, dass man nicht selber irgendwie durchlaufen muss und sowas. Finde ich niedlich. Eine schöne Idee, wirklich. Kann ich hier was angucken? Nein, leider nicht. Ah, das wäre noch schön gewesen. So. Ja, das war mal eine coole Idee. Dann gucken wir jetzt mal. Dann muss ja irgendwas passiert sein wahrscheinlich, damit das jetzt mit den Zoras, mit dem Wassertempel auch funktioniert. Oh Gott. Direkt wieder zum nächsten Tempel. Ah. Nee, ist noch inaktiv. Okay. Also ich wüsste nicht, wo wir jetzt sonst hin sollten. Es macht nur Sinn, dass wir jetzt zu den Zoras gehen. Kann ich bei dir noch irgendwas? Nein. Ja, dann gehen wir jetzt zu den Zoras. Oder direkt zu dem Tempel. Ich weiß es nicht genau. Also Valgarion, wenn der gesehen hat, was wir in der Hand hatten für... Hier ist was. Ah, okay. Also wenn... Um den Gedanken kurz zu Ende zu fassen. Wenn Valgarion gesehen hat, welche mit Talismane wir schon hatten, dann müsste er ja eigentlich auch zum Wassertempel unterwegs sein, oder? Falls er weiß, wo die sind, die Tempel. Also, so sieht man sich wieder, junger Held. In der Tat, es ist einiges geschehen seit unserer letzten Begegnung. Leider weiß ich bereits, was Valgarion und seine Schergen angerichtet haben. Deswegen muss ich mich beeilen, damit noch Hoffnung besteht. Der Wassertalisman müsste nicht mehr weit entfernt sein. Da muss ich dir recht geben, sofern König Urglak in freundlicher Stimmung ist. Und sobald ich das Schwert besitze, kann mich niemand mehr aufhalten. Ich erkenne etwas sehr Verschwommenes, jedoch mit einer uralten Macht. Valgarion! Nein, es ist etwas anderes, doch momentan hält es sich zurück. Eine sehr merkwürdige Angelegenheit. Dann ist es entweder Lord Ragnos, der Dunkle Lord, oder seine Verbündeten. Möglicherweise. Spute dich, junger Held, finde den letzten Talisman und bringe Hyrule zurück ins Licht. Ich gebe mein Bestes. Vielleicht dienen ja auch wir, ohne dass wir es wissen, Thanos. Das ist vielleicht das, was die Eule sieht. Verdammt. Nee, diesmal nicht. Ich weiß, ich habe sehr gerne mit euch gelevelt und wir hatten sehr, sehr viel Spaß, lange Zeit, aber es reicht. Irgendwann ist auch einfach vorbei. So, aber ist echt die Frage jetzt zu den Zoras oder zum Tempel? Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, die Zoras müssten ja gleich hier sein. Wahrscheinlich wird uns ja der König reinlassen müssen in den Tempel. Bin ich mir so fast sicher. Ja, bisher kamen wir ja noch nicht hinein. Muss irgendwo hier gewesen sein. Ach, nein. Ein wenig zu weit gelaufen. So, hier sind wir richtig. Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. Ich nehme die beiden Folgen tatsächlich gerade hintereinander weg auf. Und von der letzten Folge ist mein Hals so ein bisschen angeschlagen vom vielen Reden. Wo musste ich hin? War das da oben? Ich weiß es nicht mehr. Nee, ich komme hier gar nicht weg. Stimmt, hier ging gar nichts. Oder? Warte mal. Ah, ich komme hier jetzt weiter dank dem Enterhaken. Ach, cool. Oh, da haben wir schöne Tränke bekommen. Nee. Da komme ich jetzt aber nicht ran. Ach doch. Okay, das... Ach, da hinten hin. Oh, okay. So, dann gehen wir hier mal weiter. Wo bin ich denn hier gelandet? Oh Mann. Noch eine Kiste. Wassertiara. Moment. Tiara. Wir haben schon wieder dieselbe an. Warum haben wir das denn alles schon? Eigenartig. Oh, da glänzt es. Zorabieren. Jetzt sind wir beim König erst. Warte mal, ich rede erst mit dem König, bevor ich ihn bestehle. Ich glaube, das gebietet der Anstand. Ihr seid gegrüßt, König Urglak. Ach, dann waren wir bei dem noch gar nicht. Oh, ein Mensch. Was führt dich hierher?
Ich benötige den Talisman. Ich bin doch falsch. Ja, schön. Den Talisman. Du meinst doch etwa nicht den Wassertalisman. Doch, ich benötige den Wassertalisman, um das Tor zum Masterschwert zu öffnen, damit ich Valgarion vernichten kann. Weise Absichten, aber einem Menschen zu vertrauen, ist wie ein Musch... Was? Ein Muschwapp zu vertrauen? Ein Muschwapp? Widerliches Gesinde. Ihre Priorität besteht darin, das Vertrauen zu missbrauchen. Aber du kannst uns doch nicht mit solchen Viechern vergleichen. Der Vergleich wäre in euren Sinnen sogar noch zu liebevoll. Wie bitte? Ich bin ein Krieger des Lichts und besitze definitiv nicht die Absicht, mich gegen euch zu wenden. Ich werde dir den Wassertalisman aushändigen, wenn du die Prüfung des Vertrauens bestehst. Ja. Muss das sein? In der Tat. Ich spüre, dass der Lord der Flammen gefallen ist. Ich befürchte, dass du nun für die Prüfung bereit bist. Ja, das bin ich. Sehr gut. Es gibt ein altes königliches Juwel, welches sich im Wassertempel befindet. Für jeden Zora sollte diese Aufgabe definitiv nicht schwerfallen, aber da du ein Mensch bist, bezweifle ich, dass du die Aufgabe meistern wirst. Ich denke schon, dass ich es schaffen werde. Sag mir nur, wie ich zum Wassertempel gelange. Südlich der Zora-Flüsse befindet sich der Wassertempel, verborgen in den Untiefen des Wassers. Ich stand doch schon davor. Mit diesem Zauberspruch solltest du jedoch den Eingang öffnen können. Ich wünsche dir viel Glück. Gut, wir haben eine Schriftrolle bekommen. Dankeschön. Und jetzt... diese Truhe gehört mir, verschwinde von ihr. Das ist wahrscheinlich der Talisman drin, nehme ich an. Jetzt war er nicht mehr so nett, der König. Okay. Na, wir können ja auch nicht alles klauen, was nicht nied- und nagelfest ist. Das wäre auch ein bisschen too much. Komme ich hier jetzt nochmal irgendwo anders hin? Bin ich hier? Nee, hier bin ich wieder am Anfang. Okay. Ja, nein. Ja. Danke. So. Ich wollte auch mal irgendein Zora irgendwas haben, aber ich glaube, das haben wir noch nicht gefunden. Ja, diese Suchaufgaben von den einzelnen Gegenständen, wie das Mädel, was da mal ihre Puppe vergessen hat. Also, das keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich solche Quests jemals... Da habe ich nicht so Lust drauf, muss ich ehrlich sagen. So ein Suchspielchen, wo man nichts sieht und wirklich alles ansprechen muss, was auf der Karte sich befindet, das ist mir too much. Da habe ich leider nicht sehr viel Freude dran. Da mache ich lieber Glücksspiele. Das ist viel besser. Das war ziemlich weit rechts, glaube ich. Oh, warte mal. Waren wir in der Hütte schon? Mensch. Komm wahrscheinlich nicht rein. Nee. Okay. Ich glaube, mich zu erinnern, dass wir sehr... Ah, hier ist es doch schon. Mensch, das war easy. So. Schriftrolle. Wo haben wir sie denn? Nein. Wo ist sie denn? Haben wir die einfach? Ah, ich habe sie gerade gesehen. Aber ich glaube, wir müssen es so machen. Das muss die Stelle sein, wovon König Olaf gesprochen hat. Schriftrolle des Wassers vorlesen. Dann mal los. Pseudotherium. Aperire vadumaides. Das ging einfach. War ja nicht so viel. So, dann bin ich mal gespannt. Und noch ein Tempel, der dritte. Ich bin echt gespannt, ob das so wird wie der Feuertempel. Man kann es ja hier keine Flammen geben eigentlich im Wasser. König Urglack hat nicht zu wenig versprochen. Komme ich dann... Doch, da komme ich auch wieder raus. Da ist ja ein... Hier ist so ein schönes Ding auf dem Boden. Da sollten wir auch wieder rauskommen. Ein schönes Pentagramm. Gut, hier geht schon mal nicht lang. Ach, schön da mit diesen Wassersprudeln. Eine Kiste. Nehme ich dankend mit. Oh, sehr viel Geld. Yay. Wie viel haben wir denn? Ach, wir hätten vorher nochmal richtig shoppen gehen sollen. Aber gut, wir müssen wahrscheinlich eh nochmal wegen uns ausruhen dann hoch. Eine Qualle. Ja, nein. Ihr wisst ja, wie das bei mir läuft. Ich kämpfe so lange nicht, wie ich es vermeiden kann. Eine seltsame Druckplatte. Ja. Okay. Was ist gerade passiert? Bin ich blind? Irgendwas ist aus dem Wasser gekommen. War das gerade der Holzpfahl? Ich habe es nicht so richtig... Ich glaube, ich habe genau in der Sekunde geblinzelt.
Ja, was zum? Natürlich, das bleibt nicht aus. Blauschleim, ich bin gespannt, wie stark die Gegner hier jetzt sind. Ja, Zweifachschuss ist jetzt doof, dann greife ich ja verschiedene Gegner an. Ich bin mir aber auch nicht sicher, was gegen diese blauen Schleimchen jetzt gut ist. Ich mache trotzdem den Zweifachschuss. Oh, okay, das war easy. Haben wir so gut trainiert für den anderen Boss, dass wir jetzt zu krass sind? Kann das sein? Okay. Da hätte ich gar keinen Mana verbrauchen müssen. Puh, und ich dachte, jetzt würden doch etwas viel... Oh. Okay, sie wollten uns verarschen. Ich verstehe. Es war ein Trick. Ja, vielleicht den gleich nochmal gut. Problem ist, Mana ist jetzt alle. Ja, ich mache jetzt mal so. Ja, nicht schlecht. Oh, Wasserwucht. Natürlich können die wieder Wasserwucht. Dann, ganz ehrlich, dann doch lieber mit dem Mana her. Problem ist mit dem Zweifachschuss, dass ich mir natürlich nicht aussuchen kann, wen ich denn treffe. Ich mache ihn trotzdem nochmal. Oh, Glück gehabt. Beide. Auf den, den ich auch wollte. Okay, ich nehme mal lieber einen Trank. Ein Heiltrank. Ein paar haben wir auch noch in der Tasche stecken. Das ist mal okay. So. Kein Mana. Ich will nicht so viele Mana-Tränke an einem Gegner verbrauchen. Oh, das war... Oh, da haben wir jetzt Glück gehabt. Da haben wir jetzt sehr viel Glück gehabt. Mal einen kleinen... Oh, davon haben wir sehr viele. Okay. Stimmt, gigantisch haben wir noch 10 Stück in der Kiste oder so gefunden gehabt. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Aber Mana-Tränke, wie gesagt, muss ich jetzt hier nicht verschwenden. Das macht keinen Sinn. Das ist okay. Ich glaube, wir sind vom Level ganz gut hier verankert. Also wenn ich mir den Kampf hier so angucke, glaube ich, ist das vom Level durchaus okay. Da muss ich jetzt nicht direkt anfangen zu grinden, hoffe ich. Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es bei dem Feuerlord wirklich sich nötig war zu grinden. Vielleicht war es auch einfach nur eine kleine Glückssache. Oh, das war jetzt gefährlich. Okay, wir haben Glück. Ich benutze jetzt eh nur die kleinen Heiltränke, das ist okay. Den dürften wir jetzt gleich, na, vielleicht, wenn wir jetzt einen kritischen landen würden. Tun wir aber leider nicht. Na komm, schaffen wir. Ja, sehr schön. Oh, sehr viele Beeren erhalten. Jetzt müssten wir mal eben etwas... Hier, nehmen wir die ganzen kleinen Tränke, davon haben wir so viele. Oh, mehr habe ich davon nicht. Okay, aber wir haben noch ganz viele von denen. So. Und schon geht es uns wieder ausgezeichnet. Na, man, oh, warte mal, das sieht doch aus wie... Nee, das ist nicht. Schade, sah aus wie so einer, den ich mit der Bombe wegkriege. Da gibt es hier anscheinend auch mehrere. Ein Fass. Was haben wir denn da? Leiter. Haben wir Leiter bekommen. Oh, sowas haben wir auch schon lange nicht mehr benutzt, glaube ich. Okay, hier haben wir ein Enterhaken-Ding, aber unten keins, ne? Warte mal. Ich probiere. Nee, da ist scheinbar nichts. Enterhaken, aber hier. Okay. Ja, euch lasse ich mal eben. Ihr seid mir doch zu zweit als, ja, du ein bisschen zu heavy. Zumindest, wenn ich keine Tränke verschwenden möchte. Gut, da oben würden wir dann wieder zurückkommen. Gut zu wissen. Oh. Zora-Bären. Ah, wären wir mal vorher einkaufen gegangen. Vielleicht hätten wir es uns komplett dann sparen können, nochmal zurückzugehen. So weiß ich nicht, ob wir das... hinkriegen. Aber bis jetzt ist es echt ruhig. Was kommt denn da auf mich zu? Gut, genau wenn ich sage, natürlich kommt wieder was. Das ist aber auch okay. Ein Gegner ist gut. Oh, die hat ganz schön HP. Ja, Mist. Okay. Ja, ach so, das reicht nicht. Dann nehme ich einen großen. Und ich hebe mir das aber auf, wenn sie runtergegangen ist mit den HP, weil ich denke mal, dass sie noch stärkere Attacken machen wird. Bis dahin warten wir mal eben. Wasserstoß, das ist schon mal nicht schlecht. Na, die packt garantiert auch nochmal eine Wasserwucht aus. Ganz sicher. Intelligenz verringert.
Ich werde so wenigstens bis zur Hälfte kriegen und dann halt erst wieder Zauber benutzen. Na, einmal noch. Dann heilen wir uns und dann machen wir ordentlich. Ja, genau, jetzt kommt nämlich die Wasserwucht. Okay. Hui, das haben wir fast nicht überlebt. Okay. Wasserwucht. Na, gehen wir das hin? Ah, nicht so viel, wie ich gehofft hatte. Und die hört nicht auf mit der Wasserwucht. Ach du Scheiße. Muss ich, glaube ich, einen besseren Trank holen? Wir hätten einkaufen gehen sollen. Das Schlimme ist, ich gehe mal weiter rein und wir gehen immer noch nicht einkaufen. Okay, machen wir mal explosiv, aber das wird wahrscheinlich nicht... Ah, 450, okay. Ja, das ist das Kant, was ich gerade gemacht habe. Wasser von Tee, ja, das... Na gut, mit Wasser von Tene konnte ich jetzt nicht rechnen. Gut, ich würde sagen, den Gegner machen wir dann in der nächsten Folge noch und dann gehen wir nochmal zurück und gehen einkaufen. Okay, dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Wir sind jetzt im nächsten Tempel, im Wassertempel. Es geht erstmal ganz gemächlich, geruhsam los, aber ich... Oh Gott, ich habe schon Angst vor den nächsten furchtbaren Dingen, die in diesem Tempel auf uns lauern. Naja, vielleicht werden wir es in der nächsten Folge schon erleben. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.